Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft Walzer Trainer. Heute geht es um den Erfolg Boss auf der Erbse, welcher eigentlich mit dem Winterhauch fest zu verbinden ist. Jedoch kann man diesen Erfolg das ganze Jahr hindurch machen. Das einzige, was man für diesen Erfolg braucht, ist ein rotes Erbsengewehr, welches man von fünf verschiedenen Händlern bekommen kann. Ich zeige euch hier jetzt eine Variante, und zwar hier in Orgrimmar in der Gasse läuft hier ein Goblin herum, diesen Weg hier entlang, und zwar heißt dieser Goblin Blux Flaschenzünder hier, und da können wir eben dieses Erbsengewehr kaufen für 1 Gold 60 Silber. Zusätzlich könnte man auch noch 200 Schuss kaufen mit einem Munitionsbeutel, aber im Normalzustand hat dieses Erbsengewehr ebenfalls 200 Aufladungen, und deshalb ja, sollten eigentlich diese 200 Aufladungen reichen, um diese vier Bosse, die man hier abschießen muss, und zwar sind das eben hier die vier Allianzbosse. Natürlich für die Allianzler müsst ihr die vier Hordenbosse töten, also abschießen. Und ja, ich werde euch dann in der Videobeschreibung die Koordinaten hineintun von den fünf Händlern, damit ihr diese auch finden könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Allianzler seid. Da gibt es zum Beispiel drei in Dalaran und auch noch einen in der Sturmwinde, und eben diese werde ich dann alle verlinken. Zusätzlich wäre es empfehlenswert, wenn ihr zum Beispiel nicht Druide oder Schurke seid mit Verstohlenheit, könnt ihr zum Beispiel ein Auktionshaus Unsichtbarkeitstränke kaufen, die sollten etwa für 10 Gold etwa zu erstatten sein, und dann seid ihr gerüstet für diesen Erfolg. Und zwar gehen wir jetzt gleich zum ersten Boss, und zwar denke ich mal, gehen wir gleich in die Sturmwinde. Bis gleich. So, da sind wir wieder, und eben wie gesagt hier in Sturmwind bei der Menschenstadt, und zwar hier oben. Denn dort befindet sich dieser König, also dieser König namens König Varian Vryn. Und eben bei diesem Erfolg müssen wir mit dieser Erbsenbüchse da, die alle vier Bosse beschießen, welche von der gegnerischen Fraktion sind. Und eben das Einzige, was hier schwierig ist, ist überhaupt zu diesem Boss heranzukommen. Wenn man eben jetzt kein Druide oder Schurke ist, müsst ihr eben diese Unsichtbarkeitstränke kaufen oder euch ein wenig durchsterben lassen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr zum Teil eben hier in diesem Falle sehr weit spawnt. Hier braucht man etwa 7-8 Minuten, bis man wieder zurück zu der Leiche laufen kann. Und ja, eben das Einzige, was man jetzt hier machen muss, ist den Gegner anvisieren und dann auf dieses rote Erbsengewehr schießen müsst. Das Ge Gewehr lädt etwa 2 bis 3 Sekunden auf. In dieser Zeit solltet ihr ein wenig überleben können, hoffentlich. Ansonsten werdet ihr vermutlich bei jedem Versuch hier sterben. Also hier, ich bin jetzt bisher immer gestorben, obwohl ich jetzt auch noch Inkarnation eingesetzt habe. Aber ja, hier einen freisetzen, den Gegner abschießen, dann gibt es so einen kleinen Effekt, dass ihr den Gegner getroffen habt. Eben, ihr seht, ich sterbe jetzt hier wieder. Ja, das war's eigentlich für diesen Erfolg. Ich werde jetzt, denke ich mal, auch alle vier Bosse in der Beschreibung verlinken für Horde und Allianz, und eben zusätzlich diese fünf Händler auch verlinken. Und ja, eben hier einfach diesen Gegner anvisieren, das Erbsengewehr abschießen, und dann sollte der ja, Erfolg oder besser gesagt dieser Boss hier abgehakt sein, und dann könnt ihr weitergehen, zum Beispiel bei Tyrande Whisperwind oder Muradin Bronzebart oder eben auch Prophet Velen. Ja, wie gesagt, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche noch viel Erfolg. Bis bald.